Kommt wer's auch verstanden? Sehr wohl, Majestät. Eine junge Dame hat extra ein Lied für Eure Majestät einstudiert. Die gefeierte Sängerin und Schauspielerin Anna Los. Endlich einmal ein sinnvolles Gastgeschenk, Seifenstein, ein Pfefferstreuer. Oh, eigentlich habe ich noch ein viel schöneres Gastgeschenk. Ihr wart langweilig und sie hat eine Nasenpfeife gefunden. Und sie muss euch das erklären, wie das funktioniert. Hat die was getrunken? Majestät, ich weiß nicht, ich weiß nur. Nein, ich habe nichts getrunken. Ich trinke doch keinen Alkohol. Offenbar nicht. Vielleicht sollte sie nein, anfangen sie hat damit. Getrunken. Also zeig mal her die Nasenpfeifen. Also das muss er so machen. Ja. Ne? Lippen hier ran. Ja. Und dann durch die Nase atmen. Raus. Ja? Wenn wir das jetzt mit unserer Nase machen, ist das Ding hin. Nein! Sie dachte, bei ihrer Nase muss dieses Geschenk, ist perfekt. Durch die Nasen ausatmen, oder was? Ja, an die Lippen an die Öffnung legen. Aha. Und dann durch die Nase aus. Lippen an die Öffnung? Ja, Homie, du liest das schon mit der Öffnung. Wir reden nur durch die Öffnung durch, also die Lippen. Sehr schön. Das klingt, wie wählen Sie dich, den man demnächst einschläfern soll. Nein. Ja? Das hat sie uns mitgebracht. Ja. Mag sie uns nicht. Doch. Gut, dann legen wir das jetzt daher. Wir beschäftigen uns dann später damit. Ne? Saftstein, was wissen wir über die Dame? Nun, Majestät, Frau Los ist gleichermaßen auf der Musik wie auf der Theater- und auf der Filmbühne zu Hause. Sie startete mit Kabarett und Musical, ist Sängerin und sie hat auch schon in österreichischen Filmen geglänzt, wie zum Beispiel im Jahr 2000 unter der Regie des Österreichers Stefan Ruzsowitzki in Anatomie, einem Horrorfilm, in dem sie das Gretchen gab. Hofbildstelle, bitte! Aber der Ruzsowitzki war nicht so gemein und hat sie krepieren lassen, oder? In dem Horrorfilm. Wie man es nimmt, Majestät, bereits kurze Zeit später sah Frau Los so aus. Hofbildstelle. So nackert wollte man sie gar nicht sein. Da fehlt ja ein bisschen was, nicht? Also sie ist dann gestorben in dem Film. Ja. Dafür schaut sie sehr gut aus. Danke. Ist ja auch schon 18 Jahre her. 18 Jahre ist das ja, das merkt man aber nicht. Haben wir vielleicht ein Musikstück von ihr noch, Seifenstein, wenn wir schon gesehen haben, wie sie Majestät tanzen kann? Ja, meine Unterlage zu folgen, hieß ihre erste Band Leck mich am Arsch. Ein literarisches Zitat vermutlich. Nein, sie hat angefangen mit einer Punkband, weil sie noch nicht so viele Akkorde auf der Gitarre spielen konnte. Und diese Band hat dann beschlossen, sich so zu nennen. Und sie fand das auch toll. Wie alt war sie da? Sie war 13 und hatte diese Band, bis sie 16 wurde. Ja, das geht ja, nicht? Bei 13 kann man es schon leck mich am Arsch sagen. Danke. Danke, Eure Hoheit. Nein. Wir sind in Österreich. Es gibt Hoheiten wie Sand am Meer bei uns. Ja? Ach, Majestät. Ja, richtig. Eure Majestät. Wo kann man sie im Fernsehen oder im Kino im Augenblick bewundern? Hat sie irgendwelche Projekte laufen? Ja, sie hat immer irgendwelche Projekte laufen. Also sie dreht einen Krimi, in dem sie eine Kommissarin spielt. Da lief jetzt gerade einer und ich glaube, der nächste läuft im Januar oder am 9. Februar so. Irgendwann. Oh mein Gott.
Sie ist einfach naturblond. Also, aber wenn als Schauspielerin löst sie eigentlich jeden Fall, weil wenn es geschrieben ist, dann ist sie sehr schlau, ja. Also nicht jetzt wie im Leben so, sondern dann ist sie... sie ist einfach nicht geschaffen für die Lüge. So sieht's aus. Sie hat sie als Schauspielerin ja genau den richtigen Beruf, aber sie nicht für die Lüge. Die Lügen ja hauptberuflich. Ja, nein, das ist doch ein Spiel. Man versetzt sich in die Person und dann denkt man, man ist das in dem Moment. Es gibt ja auch für Schauspieler, gibt's ja auch sozusagen, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich spiele Macbeth, also ist relativ unwahrscheinlich, aber wenn ich jetzt Macbeth spielen würde ja am Theater und sie würde Macbeth spielen und sie würde nach Hause fahren und ihren Mann umbringen zum Beispiel, dann wäre ich vermindert schuldfähig. Also sie wäre vermindert schuldfähig, weil sie das ja glauben wir Macbeth auch ohne Rolle. Selbstverständlich, ihr Mann war ja mal da. Das ist vollkommen korrekt. Der Lebenspartner von Anna Loos ist nämlich niemand geringerer als Jan Josef Liefers. Und er war bereits bei Eurer Majestät in der Audienz zu Gast. Ja, aber das war ja ein ganz ein lieber, vernünftiger Mensch. Ja, der kann sich das auch alles immer viel besser merken. Wie muss man sich die Beziehung zwischen den Zweien vorstellen? Das ist ja Wahnsinn. Wie Ying und Yang. Das ist doch interessant, Majestät, denn wann immer die beiden zu Interviews gebeten werden, fallen die Kommentare äußerst unterschiedlich aus. Wirklich? So sagte, wurde Herr Liefers zum Beispiel von uns mit folgendem Zitat konfrontiert. Hofbildstelle, bitte! Der Seifensteiner hat mit einer Frau telefoniert vor der Audienz. War das eine von seinen? Sehr wohl, Majestät, Herrn Liefers Partnerin Anna Loos gab Folgendes zu Protokoll. Hofbildstelle, bitte. Er kommt und geht, wie es ihm gefällt. Er muss noch nicht einmal den Müll raustragen. Aufräumen wäre auch ein schönes Thema. Kennt er die überhaupt, die Frau? Noch nie gesehen, oder? Ja. Na, da gibt's Ärger. Gibt's Ärger jetzt zu Hause dann? Na klar, ich würde doch nie darauf bestehen, dass er unseren Müll rausbringt. Wer macht das? Die Heinzelmännchen? Na, ich. Ich will ja, dass das ordentlich gemacht wird. Sie macht das natürlich. Also, es soll nicht schlampert gemacht werden. Genau. Ja, ne? Dann mache ich das. Lieber macht sie das selbst. Aber das hat sie ja selber gesagt. Na, das habe ich niemals so gesagt. Sie hat es nicht so gesagt. Sie hat ja mit dem Seifenstein, das hat sich nicht so gemeint vielleicht. Sie hat mit Ihnen telefoniert? Ja. Ah ja. Interessant. Kann sie sich vielleicht nicht erinnern? Nein, sie kann sich nicht erinnern. Und sie trinkt wirklich nichts. Nein, sie hat nichts getrunken, vielleicht aber jetzt langsam mal... bin ich soweit. Sie ist soweit. Na? Ja, darf ich? Na? Jetzt bin ich neugierig, was passiert. Majestät, vielleicht handelt es sich bei dem... Viel besser. Schmeckt sehr lecker, Eure Majestät. So. Das ist toll. Vielleicht kommt sie dann endlich in der Gegenwart an. Es tut mir sehr leid, dass ich die Daten vertauscht habe. Überhaupt kein Problem. Einfach nur weiter trinken. Sie kann nicht. Sie trinkt eigentlich nicht so viel Alkohol. Verträgt sich das mit den Medikamenten? Sehr lecker. Schmeckt dir das nicht? Doch, sehr lecker. Ein edles Getränk, Eure Majestät. Das ist richtig. Schmeckt mir sehr gut. Wir trinken kein Klumpert. Na, wir sind in Österreich. Ne? Ja. In Berlin gibt es sowas nicht. Ja. Ne? Seifenstein? Majestät? Hätte man da vielleicht was anzubieten für die Frau Loos? Ne? Nun, Majestät, das ist jetzt schwierig zu beurteilen. Ist der Konflikt echt oder ist er real? In jedem Fall hätten wir eine paartherapeutische Methode, um solche Konflikte auszutragen. Na? Vormärz? Also wir helfen ihr jetzt, die Beziehung wieder gerade zu biegen. Ich möchte aber niemanden verletzen. Sie möchte niemanden wehtun.
Ja, aber der ist eh gepolstert. Schauen Sie ihn an. Soll ich das machen? Na sicher. Es hat vielleicht so als Motivation vielleicht noch so. Oh, mir fallen die ganzen Kabel raus. Worum handelt es sich, Seifenstein? Um einen sogenannten Stellvertreterkonflikt. Also gut, dann schlage ich dich zum Ritter. Seist du geweiht hier bei eurer Majestät. Du bist leider nicht mein Mann und ich werde natürlich dich nicht schlagen. Ich singe dir vielleicht ein Lied. Sie denken alle, ich bin Alkoholiker danach, aber egal. Nein, nein, die glauben jetzt schon, dass sie Alkoholikerin ist. Na, sag mal so, sie wissen es jetzt langsam. Ja, super. Das gab doch mal so einen Song. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich recht ungeniert. Wir haben nie einen Ruf gehabt und wir sind auch ganz ungeniert. Also, braten Sie mal deine. Vielleicht ist die Beziehung zwischen Frau Loos und Herrn Liefer so harmonisch, dass diese Art der Therapie gar nicht greift. Es gibt aber durchaus dissonantere Formen der Beziehung. Na? Augenweide. Nein, nein, nein. Auch nicht den Kaiser schlagen. Okay. Was sagt? Oh! Oh! Au! 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 Okay, was? Na, servus, der Vormann jetzt muss wirklich was angestellt haben, dass der so hart. Au! 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 Super Vorschlag, Seifenstein. Also, entweder sie bleibt jetzt da in Wien, wir therapieren sie ein bisschen, schenken ihr auch einen Kalender. Einen österreichischen, keinen deutschen. Da sind alle Feiertage drinnen, die ihr nicht kennt, ihr armen Heidenmenschen. Ja. Oder sie kann zu Hause gehen nach Berlin und den Mist übertragen. Sie kann sich's aussuchen. Auf jeden Fall darf sie sich zurückziehen, aber sie muss auch einmal ein bisschen brav sein, gell? Ja.